Hi, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Game Rebel. Ich bin euer René und ich zeige euch hier alles von der Gamescom 2015. Moin Leute, wir sind hier auf der Gamescom 2015 und wir haben unser erstes bekanntes Gesicht getroffen. Schmuckit! Wie geht's? Ja, läuft, ne? Läuft, kann ich klagen. So, was hast du denn schon alles Gutes gesehen? Gar nichts. Nein, auf der Gamescom, also ich bin jetzt mal ganz tag hier und moderiere für die Saturn-Bühne. Werde mir jetzt aber noch heute auf jeden Fall Star Wars Battlefront mal anchecken, dann geht's weiter zu Fallout 4 natürlich. Rainbow Six Siege will ich mir anschauen. Das ist mir einfach zu viel gerade. Was sollen wir denn noch alle zocken? Momentan ist ja unglaublich. Der Markt wird ja überschwemmt mit geilen Titeln. Ja, früher war es halt so, ich zocke jetzt seit 1999 im Multiplayer. Wir haben angefangen mit Battle of Honor, The Light of Souls. Da war es so, dass ein Spiel pro Jahr kam, worauf sich die Multiplayer-Community gefreut hat. Und mittlerweile, die sind ja Multigaming klar. Wir haben im Teamspeak, glaube ich, 20 Game-Channels, ja, wo dann halt jeder irgendwie da zockt. Ja. Das explodiert ja auch momentan. Ja, unser Hauptchannel ist ja EC, die nur für E-Sports zuständig sind. Und ah, okay. Und wir haben so viele Leute am Laufen. Ne? Ja. Und wo bist du denn momentan vertreten hier? Ja, wie gesagt, ich bin für Aruba Events. Wir haben eine Bühne, die sich bestimmte Indie-Labels gekauft haben, die Slots, um ihre Games zu präsentieren. Darunter sind Sachen, weil die hätte ich vorhin gespielt: Train Simulator, Bus Simulator. Dann ist ein Landwirtschaftssimulator noch bei der Zocken, die bei uns im Klaren, glaubst du nicht? Dann streamen die und dann denken wir, guckt der jemand zu? Ja. Das ist ja das Problem. Ja. Das gucken dann auch Leute. Genau, dann denken wir, da fährt der so rum mit seinem Mähdrescher und ich denke, Mann, ist das spannend. Wo ist denn der Sniper in der Map eingeladen? Den hat er überfahren. Nee, ja. Ja, das Sache. Ist so mein Ding und halt viel Kontakte knüpfen. Aber es ist ja Gamescom da, viel Aftershow-Partys, viel Bier. Hübsche Frauen, siehst du ja, ist ja wieder eine halbe Pornomesse. Ist ja, ja. Zum Kotzen, oder? Wahnsinn. Am geilsten sind natürlich immer die jungsten Kids, liebe Kids, nicht so verstohlen, guckt euch die Arsche genau an! Genau. Gebt da ruhig, dafür sind sie da. Und die ganzen Cosplay-Mädels. Alter, die werden auch von Jahr zu Jahr besser. Also, wann haben wir Samstag die große Cosplay? Wir drehen schon noch ein Video mit Execute, glaube ich, am Samstag. Hier ein großes Cosplay-Video. Achso, und für Nitrado bin ich unterwegs. Server, also Game-Server. Hast ja viel zu tun, ne? Ja, aber macht ja auch Spaß, das ist ja meine Passion. Ne? Ja, und du hast irgendwas von YouTube-Format erwähnt? Ich mach demnächst, ab Ende des Jahres gibt es eine YouTube-Show von mir mit Kumpel, aber kein Let's Play oder so. Da haben wir Jute und auch genug andere. Wir gehen da halt mehr so ein bisschen in Richtung Wayne's World, werden noch kennen zwei Typen. Einfach blöde quatschen, Musik, Stargast dabei, den ein bisschen an Spielen ranführen, der eigentlich gar keine Ahnung vom Spielen hat, ob ich jetzt Commodore C64 jetzt, den ich gerade so stehen habe, oder Landwirtschaftssimulator, das wissen ja die wenigsten. Richtig. Ranführen, dumm quatschen, gute Musik und fertig. Und dann werde ich noch anfangen zu streamen jetzt auf hitbox.tv. Battlefield 4 immer so immer die Woche an Wochen, dann einfach mal gucken. Ja, dann sind wir mal gespannt auf alle Projekte. Wir wünschen viel Glück. Ich wünsche euch auch viel Glück. Wir sehen uns. Viel Spaß auf der Gamescom.